Mahlzeit und willkommen zu einer neuen Folge vom LS17 Hauptfachprojekt zusammen. Ernsthaft? Mit dem Garderol. Zusammen mit dem Werner von den Baron Gamers. Garderol, allein für den Garderol, für diese Reaktion würde ich sagen, gibt's schon mal ein Daumen Like hoch. Beim Garderol, einen Daumen nach oben. Oh, und mit dem Sachsen-Let's Player. Hallo. Hallöchen. Ich sag mal so, man muss gucken, wo man bleibt, nicht wahr? Für die Zuschauer, ja. Call to Action bezeichnet den Punkt, indem man zum Beispiel was sagt, schaut doch mal hier oder klickt doch mal hier oder schaut euch mal das an. Ein also Punkt 70% von Bibis Videos, um das online. Thema vom letzten Mal nochmal aufzugreifen. So. Übrigens, das wurde noch angemerkt. Randy, du hast einmal gesagt, schaut bitte beim Merch-Shop von Ansgar vorbei. Das hat viele Zuschauer irritiert. Ich weiß. Ich möchte es an der Stelle nochmal richten. Es gibt immer noch keinen, aber es wird irgendwann bestimmt mal einen geben. So. So. Ich weiß. Aber vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum letzten Thema. Randy? Ja? Ah ne, passt. War nur Texturen da. Okay. Achso, okay. Eine kleine Anmerkung noch zum letzten Thema. Der Top-Kommentar, jedenfalls wo ich das Video geschaut hatte, unter dem Video war, dass die Geburtenrate in Deutschland im Jahr 2019 exorbitant ansteigen wird, weil jetzt alle unter 16-Jährigen ein Baby cool finden und auch eins haben wollen. Finde ich gut. So ungefähr 1000 Likes. Danke an den Kommentarschreiber, hat mich köstlich erwischt. So. Was, Ansgar, ganz das kurz. Das ist eine interessante ja, finde ich gut, These. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Babys in Deutschland. Ne? Und das 16-Jährige, findest du gut? Das musst du mir jetzt bitte gut, erklären. Also, das ist natürlich jetzt auch eine Quatschaussage von mir gewesen. Ich wollte es mal kontrovers in den Raum werfen hier. Ja, fahrt fort. Ja, RTL 2 ist vor Ort. Ja, auf alle Fälle. Man muss ja auch mal an andere herzlich. Leute denken, was der Promi vielleicht für News draus machen kann. Ja, ich fand den Titel von, Entschuldigung, Ansgar, den Titel von Herrn Newstime auch sehr interessant. Alle Hintergründe zur Schwangerschaft. Ich habe mir gedacht, ich hatte dabei, oder erkennt er jetzt, wie man da den Hörer da einmal in das Waffeleisen reinhält, oder was macht der da jetzt? Also hä? Da habe ich auch ein bisschen mehr Worte bei alle Hintergründe. Wann, wo, wie. Das hätte mich dann doch schon interessiert, wenn er das wüsste. Diese Erwartung hat der Titel durchaus auch bei mir geweckt, aber übrigens wurde nicht befriedigt, um das mal. Naja. Was für ein Wortspiel. Ja, wo ist die Wortspielkasse? 5 Euro. Ja. Ich habe übrigens als erstes von dieser Schwangerschaft durch Bild.de erfahren. Die müssen wenige Sekunden nach dem Video das gepostet. War schon krass. Also bei Bild.de steht bei mir irgendwas von Adblock. Ich weiß gar nicht. Das ist sehr, da berichten die schon seit Wochen und Monaten drüber. Ganz komisch. Komisch, ne? Ja. Mhm. Ich bin nicht so oft auf Bild.de, aber für Bibi bin ich mal draufgegangen. Ja, wenn du einen Adblocker anhast, also den APD, also den richtigen Adblocker, kommst du nicht mehr auf Bild.de drauf, dann haben die so eine Sperre davor gesetzt. Ja, ist ja auch dein gutes weil Recht, ne? Weil sich Bild nicht nur durch Werbung finanzieren kann, weil Axel Springer ein sehr armer Verlag ist. Und durch Bild Plus Artikel. Und durch Bild Plus Artikel, ja. Also auch, den kaufe ich regelmäßig ein, weil die sind wirklich einfach sehr interessant, die Artikel. Ja, oder so war das da vielleicht. Da habe ich immer das Gefühl... Das Gefühl, journalistisch gut bedient zu sein, ja? Ja, also das sind spannende Themen, die immer aufgerissen werden. Oder du wartest aber einfach. Du Werner hat ja auch recht. Die Dinger werden nämlich irgendwann wieder frei. Klar. Komplett Abzüge. Ja, das stimmt. Aber du kriegst doch hier, also was ich damit sagen will, ich will mich nicht auf Bild informieren. Eigentlich, aber es gibt natürlich auch einige Dinge, wo Bild auch mal gerne einen Punkt macht. Das muss man schon sagen. Aber was ich schockierend finde, ist, dass diese, weiß ich nicht, du über Google News steigst du ein, findest eine interessante Wissenschaftstechnik, Eisenbahn, weiß ich nicht, Meldung, willst du die anklicken und dann kommst du irgendwie zur kleinen Lausitzer Gartenzeitung, die dann sagt, hey, schön, dass du hier bist, Journalismus kostet Geld, wenn du 3 Artikel der kleinen Lausitzer Gartenzeitung kaufen möchtest, 7,99 €. Also, so funktioniert es aber auch nicht, liebe Leute. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Mhm. Dann würden wir endlich mal wieder über Geld sprechen. Das ist richtig. Genau, das wollen wir ja nicht. Das aber fernab von Geld, es gab ja noch ein Geldthema. Die Ereignisse haben sich wieder überschlagen. Also ich habe hier mit meinem Rollstuhl habe ich 2 Mal einen Hipster gemacht, seitdem haben sich die Nachbarn beschwert. Was hast du gemacht? Hipster? Da kam erstmal eine richtige Hipster. Fahne durchs Fenster vermutlich, ne, von oben. Ist richtig. An den Nachbarn da über mir ist, wenn du zu viel hast, kannst du auch was abgeben. Und nee, auf jeden Fall. Er meint Gummibären. Er meint natürlich Gummibären, das ist ganz klar. Der frisst immer so viel Gummibären und die fliegen alle runter auf meinen Balkon. Nee, es war doch der ESC, der Eurovision Song Contest, wo auch Länder dran teilnehmen, die nichts mit Europa zu tun haben. Das wundert mich auch jedes Mal. Australien jetzt? Hä? Was? Ja, ist doch gut. Warum nicht? Also erstmal, Deutschland hat mal wieder überhaupt eine höhere Platzierung bekommen, außer den letzten Platz. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Obwohl der Typ, der da gesungen hat, mir absolut unbekannt ist. Ich glaube, da war irgendwie Platz 3 oder so. Wenn man sich ein bisschen Musik auskennt, kennt man sich aus. Der ist auch gut. Der war auch schon häufiger, also der war, glaube ich, auch mal bei The Voice, hat er hervorragend... Der war auch mal bei Fresh Torge, nämlich, auf YouTube. Weiß ich nicht, auf jeden Fall bei The Voice war er auch und... Ja, stimmt, von da, gerne Platz mal mit weggucken mit und, der war auch sehr, sehr gut. Und der kann auch eigentlich was. Ich habe ja nur noch das letzte Ende gesehen, also sprich, wo die letzten drei Countries ihre Stimme abgegeben haben, plus das Zuschauervoting. Ich war überrascht, dass Austria, ja, also Österreich, kurzzeitig da auf Platz, oder länger, fürstlich schon auf Platz 1 war. Haben wir gedacht, ne Mensch, Zeit wird's mal wieder. Ja, und dann das User-Voting. Und dann war es doch Israel mit einer Mischung aus epileptischer Anfall, Chicken Dance und sind die aus Marzahn in Unlustig. Das war auf Twitter gepostet, von Anfang an klar. Das habe ich auf aber Twitter dass Deutschland gepostet. Israel nicht 12 Punkte gegeben hat, um mal kurz in die Politik, aber ist ein anderes Thema. Gut, Entschuldigung, keine Politik. Das ist richtig. Ja, das habe ich auf Twitter gepostet. Das fanden sehr viele Leute lustig. Ich habe das nicht, also... Ich hatte ja in unseren Privatgesprächen, die wir führen, ja schon die aus Ansgars Sicht sehr gewagte These in den Raum gestellt, mich mit Musik sehr gut auszukennen. Aber dieses Kunstwerk habe ich leider nicht verstanden. Es tut mir leid. Das war auch also nicht das gut. Das Gesamtkunstwerk mag jetzt vielleicht irgendwie einer künstlerischen Interpretation, also Kunst bin ich schlecht, Musik bin ich gut, vielleicht liegt es daran. Ich habe das nicht verstanden, tut mir leid. Das war vorher schon der Favorit. Ich habe schon vorher immer im Radio gehört, ja, es sei ein sehr, sehr gewagtes und ein sehr komisches, beziehungsweise aus der Reihe fallendes Stück. Und ja, man müsste genau diese Dinge jedes Jahr Conchita Wurst wählen. Ja, genau diese Dinge würden immer erfahrungsgemäß gut ankommen beim Eurovision Song Contest. Das heißt, es war eigentlich relativ, also am Ende dann relativ unspektakulär, weil der Sieger eigentlich schon vorher feststand, hatte ich das Gefühl. Naja. Ja, Wellen gibt es dann immer, wenn die Ostblock-Staaten sich gegenseitig wählen, die Visegrad-Staaten sich gegenseitig, also Visegrad plus aber Österreich sich gegenseitig so. Wählen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Das ist mal vor. Nicht ausgemacht. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nicht. Ja, Profis. Ansage ans E-Mail kann, ja, würde ich auch sagen. Ja. Da gab es auch richtig Buhrufe. Hast du. Da gab es da richtig Buhrufe. Also Ostblock ist ja eh immer so ein Problem, ne? Also die ehemaligen russischen, also Sowjetländer, die da sich immer gegenseitig Punkte zuschieben und so. Ach ja. Aber ich hab's nicht man muss gucken, wo man bleibt. Ich glaube, nächstes Jahr schicken wir einfach Kollegen an Farid Bang hin, dann wird es abgeschafft. Oh, das Thema ist. Ich finde es aber trotzdem eine gelungene Aktion, muss ich ehrlich sagen, dass sie das so lange gehalten hat vor allem. Kommentiert das immer ewig, noch Peter, ne? Urban? Ja, natürlich. Also der wird jedes Jahr pünktlich zum Eurovision Song Contest aus dem Schrank rausgeholt, dann mit dem Rollstuhl vor das Mikrofon geschoben und dann heißt es 3, 2, 1, sprechen Sie jetzt. Ja, ja. Der macht das echt voll. Noch. Der macht das echt noch, ja, ja. Okay. Ich weiß auch nicht, was der sonst das Jahr über macht, aber... Nein, gar nichts. Gar nichts, nur okay. Das. Ja, ja. Okay. Mach ich das macht er auch verdammt gut. Also der hat immer lustige... Oh, ich habe einen Fan gefunden. Spezialisiert. Er ist voll. Spezialisiert auf den Eurovision Song Contest. Also willst du oder willst du hier weiter? Ja, ich fahr den ab, kein Problem. Na, willst du dann hier weiter? Anspielung ist da. Wenn du keinen Bock mehr hast, kann ich machen, ja? Ja, es geht um dich, ob du keinen Bock mehr hast, was du auch immer aktuell machst. Ich bin am Krobern. Achso, willst du tauschen? Nee, können wir nächste Folge machen. Ist ja keine Schlaftablette, Ansgar. Alles klar, gut. Ich grober weiter, mach's dir dann. Ach, sogar noch ausgeführt. Mensch, ich bin begeistert. Viktor Orban, ist das nicht der nur kleine Präsident? Wenn man Thema hat, dann muss man es auch bei den... Oh. Oh. Nee, Quatsch, lassen wir das. Ungarn. Bei den Hörnern. Insider ist das. Was? Ach, bei Wendy hat Ungarn Hörnern gesagt. Packen. Oh Gott. Ungern, ja, ich Ungern. Hab was jetzt? Okay. Was? Alles gut. Kommt bei den Zuschauern übrigens unglaublich gut an, wenn wir alle durcheinander reden. Ja. Ja, aber dann kann man sich auch direkt das Thema aussuchen, wo man hinzuhört, ne? Vielleicht auch nicht schlecht. Das ist richtig. Wir müssen so mehrere Audiospuren machen, da kann man sich dann die Wahlspuren zuschalten. So. Also zum Beispiel Leute, die immer Randy nicht hören wollen, wegen der soll mal richtig Deutsch sprechen, dann können die einfach so klick, Randy weg. Weißt du, auf was ich noch Randy warte? Oder Werner, der so überhaupt mal spricht. Ja, auf was wartest du noch? Ich warte noch darauf, dass YouTube irgendwie eine Funktion einführt, dass du die Perspektiven wechseln kannst. Weißt du, zum Beispiel eine Vanessa. Kannst du noch. Bitte, es was? Gibt das bei Livestreams zum Beispiel. Ja, Livestreams auch. Ja, aber jetzt... Ja, das ist ja Multistreaming. Ja, das ist Multistreaming. Ja, aber du guckst dir jetzt ein Video an, zum Beispiel bei Garderoll, und dann sagt der Ansgar, oh nein, was ist mir passiert? Und dann kann der Zuschauer, ja, mittels Knopfdruck einfach im gleichen Video, aber in andere Perspektive. Lass dir das aber schnell patentieren, Werner. Wenn das jetzt einer hört,
Der reicht ein Patent ein, verkauft es Google. Ich weiß auch nicht, ob das technisch möglich ist. Das ist mein Problem. Natürlich ist das möglich. Muss nur einer programmieren. Fertig. Das ist eben, das glaube ich, wäre, ja, da kann 360 Grad Video kacken gehen. Sorry. Da ich dir das mit dem Patent geraten habe, 20%. Ich bin ja fair. 20, wir sagen 8. Irgendwie dein Hang zu Geld, dann ist schon auch jetzt bemerkenswert langsam. Ich glaube, ja, haben wir gerade heute noch was vor. Ja, nee, glaube ich. Ja, wir haben alle heute noch was vor. Wenn ich dann also diesen Kommentar jetzt nochmal höre, dann setzt es aber was. Oh je. Also wenn ich in den nächsten Tagen völlig verprügelt, blutend, blau geschlagen, also wie aufkreuzen immer sollte. Dann warst du in der Uni, das ist richtig. Achso. Du, man muss nicht gleich. Wollen wir uns vielleicht ein T-Shirt anziehen auf der FarmCon und schreiben, Garderol war's? Je nachdem, wie wir aussehen. Ja, okay. Wenn ihr meine Webadresse drunter. Also. Oh. So, haben wir noch Themen? Wow. So vernünftige. Wow. Ach, da war's wieder. Schön. Jetzt Randy, was sagt denn Belüm Belüm und Co.? Der Belüm Belüm, das ist weiterhin noch so normal am Schlüsselmanische. Und wenn ich mir jetzt mal so die letzte Woche YouTube so gäbe, also bis auf die Bibi, also ich kann mal kurz am Handy gucken, aber bis auf ich so könnte mal wieder die Nachrichten Bibi gucken. Oh nee. Das ist ja vorgeschlagen wie Essener Tafel. das Thema ist ja nun schon mehr wie Tour. Aber Ansgar ist halt, der hat Angst, dass er einen Klick weniger kriegt auf dem Video. Das ist halt schlimm. Erstmal habe ich zwei Benachrichtigungen von Amazon, dass mein Panzertape unterwegs ist. Also so. Na, guck mal hier. Verschlüsselte E-Mails nicht mehr sicher. Das also ist auch nur ein aufgewärmtes Thema. Ich bezweifle, dass die schon immer nicht sicher waren, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte gerade sagen. Der Skandal um Christian Lindner, das wäre wieder Politik, wo er gesagt hat irgendwie, ich will nicht beim Bäcker stehen und Angst haben müssen. Also, das hat er nicht gesagt, aber das wurde so verstanden. Und wenn dann ein Südländer da steht, dann will ich nicht Angst haben, dass ich ein paar aus dem Maul kriege, weil ich weiß nicht, ob es ein Schwerverbrecher ist. Sowas war noch. Ja, dann, was ich eben angesprochen habe, ne? Özil und Gündogan mit Erdogan im Wahlkampf. Und das Polizeiaufgabengesetz, die darf fast alles Behörde, genau. Das war ja der Skandal, wo wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben. In Österreich wollte ich fast sagen. In Bayern ist ja fast das Gleiche. Hallo, alles nehmen wir auch nicht auf. So. Was? Was? Im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Moment mal. Statement ist da, würde ich mal sagen, ne? Aber wegen diesem Polizeiaufgabengesetz, das kann man ja kurz anreißen, da haben jetzt Jurastudenten aus Bayern, wollen klagen da jetzt ja dagegen, weil es ihrer Auffassung nach ungesetzwidrig ist. Hey, das hält die nicht. Bundesregierung jetzt nicht ab, Gesetze zu machen. Das hat man schon in der Vergangenheit gesehen. Das wird auch kassiert. Das wird kassiert, das geht so nicht. Selbst in meiner begrenzten Rechtsauffassung, das geht überhaupt nicht, was die da vorhaben. Da gibt es halt Gott sei Dank auch viele, viele aufrichtige, politisch engagierte, außerhalb der Parteienpolitik engagierte Leute, die sowas regelmäßig aufsammeln, ob das der CCC ist, ob das so ehemalige Größen wie Sabine Leuter, Schnarrenberger, Gerhard Baum und hier der von der Ströbele von den Grünen, solche Leute, die sammeln das alle wieder ein. Da passiert nichts. Das geht nicht durch. Aber wenn ich mir YouTube so angucke, echt nicht viel. Also unsere Netzwerkteilinhaber haben ein Musikvideo rausgehauen, aber das war eher auf lustig getrimmt. Machen React-to-Videos. Ja, was ist denn jetzt los? Ich dreh durch. Was ist los mit euch? Ansage an Chef. Ansage an Chef, was ist los? Digga, die kleinen Ghosts. Die kleinen Ghosts mit ihrem Kanal da. Die machen vermutlich auch 1500 Euro Umsatz, ne? Genau, die machen. Genau, ja. Übrigens, das ist debunked, wie das funktioniert. Haben wir, glaube ich, angesprochen oder nicht angesprochen, über eine UG, GmbH. Das heißt also, der Trick ist folgender: Ansgar, ne, für dich wird das ja demnächst spannend, so wie es bei dir gerade läuft. Du machst einfach YouTube-Live-Beratung. Du machst eine UG auf, ja? Er wollte nicht, aber das kann man doch gar nicht mit denen umsetzen. Oder GmbH? Ja, wieso? Zwei Monate für 25.000 Jahre zusammen. So, ja, dann zahlst du die ein. Zahlst du die ein, stellst dich als Angestellten in deiner GmbH ein und zahlst dir ein Gehalt von, du bist ja Student, also 800 Euro oder so, ne? Dann kriegst du auch dein BAföG weiter und nur das Mitgliedergehalt. Und genau das versteuerst du dann. Und nicht deinen Firmengewinn. Ja. Den lässt du einfach in der Firma und dann irgendwann, wenn du in Rente gehst, dann zahlst du dir über deine Firma das wieder aus. So einfach konnte der sich schön rechnen vor Gericht.
Ja. So hat das funktioniert. Ich schon gedacht. Also ich hätte sonst gedacht, dass das irgendwie über ein anderes Familienmitglied oder sowas also funktioniert. Also demnächst hier Garderol Online Media GmbH, wenn das da steht, wisst ihr Bescheid, ne? Also Augen Umsatz auf. Ist da. Garderol erinnert mich immer wieder so an Karl S. Ich weiß nicht warum. Was? Kennst du nicht Karl S? Fitness. Nee, nicht jetzt im Fitness, aber diese Beratungstipps auf YouTube kostenlos weitergeben und so weiter. Ach so, ja. Aber das ist doch ein amerikanisches System, ne? Also kostenlose Schnäppchen hinwerfen, jede Woche irgendwie so, hier diese tollen Tipps. Und übrigens, wenn du mehr Tipps haben willst, hier mein E-Book für 39,99 oder besuche mein Seminar für 499. Genau. Soll ja auch YouTuber gegeben haben, deren Kanal jetzt gelöscht ist, ne? Die gibt es immer noch. Also ja, nee, also das, was du meinst hier mit aus dem Hamsterrad raus und mache WhatsApp-Fails, das ist ja eine andere Geschichte. Es gibt auch YouTuber, die sich ja unter anderem TubeMac, dein YouTube-Magazin beispielsweise, den gibt es jetzt nicht mehr, das ist ein YouTube-Kanal, der wurde mittlerweile jetzt zum vierten Mal schon verkauft an eine andere Person, die macht jetzt wieder was anderes. Alter. Und die unter anderem die haben ein Buch draußen mit YouTube-Klicks und Abos und sowas, also ein E-Book, was die wirklich verkaufen. Da stecken so Leute wie diese ganzen Minecraft-Creeper, drin. Und die verkaufen so ein E-Book dafür 25 oder 30 Euro mit Dings hier. Solche Typen gibt's halt auch. Aber wir sind mit der Folge, by the way, am Ende. Clemens, ich hoffe, du kommst zurück. Scheiße, wenn lebendig, aus dem Amsterrad sag ich da nur. Was? Ja. Wenn du schon aus Dubai zurückgekommen bist, kommt dein YouTube-Kanal auch wieder. Vertrau mir. So. Dann damit mit diesen weisen Worten und mit diesen Genesungswünschen schließen wir die Folge, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den angesprochenen Themen denkt. Ja, und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei den anderen vorbeischauen und morgen wieder reinschauen. In diesem Sinne, am Montag wieder reinschauen, glaube ich, ne? In der nächsten Folge. Am Montag, ja doch, am Montag wieder reinschauen. Also in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.